Naja, mal, also, es, wenn ich das so sagen darf, es klingt ja, als hätte euer Sultan durchaus Erfahrung. Und von einem erfahrenen Mann kann man sich ja immer noch ein, zwei Tipps abschauen. Immer. Sagt einmal, gibt es hier ein Gasthaus mit annehmbaren Zimmern? Annehmbar. Ja, sicher. Ich schaue mich mal um auf den Platz. Wo finde ich dieses? Na, das Bordell Puliman Mantan solltet ihr aufsuchen. Oder die Herberge Zariamin Aram. Dann will ich doch eher die Herberge statt ein Bordell. Und die Qualität des Bordells ist höher, wenn ihr mich fragt. Nun ja, das mag sein. Derzeit ihm seine horasische Aufzucht war ein wenig verklemmt. Nun, ich habe dich noch nie mit einer Frau zusammen gesehen. Wie ist die Der Ventino Verklemmte also? ist ja auch ein alter lächelt, Mann. richtig lächelnd wissend und sagt: Ich habe mich schon mit Frauen blicken lassen, Nabelmir. Da wart ihr noch ein junger kleiner Novize. Ja, blicken lassen ist eine Sache. Wenn ihr meinen Rat wollt, auf der anderen Seite hinter dem Richterhaus findet ihr das Bordell. Geht dorthin. Ihr müsst ja nicht vögeln, wenn ihr nicht wollt. Naja, und Abel mir lädt uns immer ein, von daher. Nein. Habt jedenfalls Dank für eure Empfehlungen. Ich habe jetzt mehrfach das Wort Bordell gehört. Ach, das könnt ihr auf Total Media, oder wie? Naja, das Naja. wundert mich jetzt auch nicht, dass du ausgerechnet das verstehst. Das Wort Bordell ist im Ur-Tula Media sehr ähnlich zu dem Tula Media-Wort. Ja, natürlich, Boltax. Und was es kostet, kannst du vermutlich auch fragen, ne? Bleibst auch nur Schindluder Ah, ich bitte dich, ich bin bald verheiratet. Ja, da. Deswegen. noch ja nicht, ne? Aha, Boltax, aha. Also, was ist jetzt der Stand der Dinge? Das Abelmir jetzt, wie es wie sein Gemüt und seine Herkunft gebietet, uns eine annehmbare Unterkunft verschafft. Ach, deshalb sprach ihr vom Bordell. Ich verstehe. Servetilio! Servetilio, seid ihr es? Servetilio! Oh, das ist jetzt echt ungünstig. Ich glaube, der Wahnsinn hat ihn schon im Griff. Wo konnte man hier nochmal Schlamm kaufen? Ich denke da drüben, direkt neben dem Tomatenstand. Ja, entschuldigt mich. Ich werde euch doch wohl begleiten. Ich denke auch, ich werde jetzt zur Herberge gehen. Dieser Gefangene ist doch unerträglich anzuschauen. Ich möchte übrigens wirklich Schlamm kaufen, um ihn auf Du kaufst literally Dreck. Ja, sehr schön. Ich werde eine Weile vor diesem Stand stehen und wenn ihr hier nicht vorhandenen, sorry, hier vorhandenen Bart streichen und dann zu dem Schluss kommen, nein, das ist ein Betrug. Ja, also du wirst merken, während du neben Rafim stehst, welchen Schlamm würdet ihr denn empfehlen? Habt ihr unterschiedlich? Habt ihr vielleicht auch was mit Stein? Steine haben wir auch, ja. Das ist in dem Eimer. Das ist eine gute Mischung. Wenn ihr denn wahrhaftig darauf versessen seid, nehmt doch vielleicht einfach den günstigsten. Ich bin ein Mann von Qualität, das wisst ihr doch. Nun, qualitativ sehen die mir alle für den gewollten Zweck relativ gleich aus. Eine Eisenmünze für diesen Eimer und wenn ihr Steine wollt, zwei Eisenmünzen. Oder vielleicht keine Steine. Ja, man sah schon bereits gegängelt genug aus. Jeder wollte ihn nicht versehentlich vor dem Urteil umbringen, ne? Ja, möchte ich das nicht? Das ist natürlich eine gute Frage, die ihr da gerade stellt. Für drei Warum nicht? Münzen bekommt ihr sogar Essensreste aus dem Palast. Warum nicht einen Beutel von diesem sandigen Schlick hier? Der erscheint mir annehmbar. Naja, wenn ihr ihn jetzt schon empfohlen habt, muss ich ihn ja nehmen. Wie sehe ich denn sonst aus? Ich weiß doch, was gut ist. Ja, gib mir doch den sandigen Schlick und vielleicht auch das. Oh, das sieht aus nach einem Apfel. Den könnte man Nein, bestimmt nein, gut nein, werfen. ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Halt die Schnauze, rein mit dir. Man könnte sehen, wie ein ungefähr 14, 15-jähriger Junge in das Loch reingetreten wird und dann runterfällt. Und neben kann der Setianer irgendwo verschwindet. Der schreit noch ein bisschen, au!
Und dann wird das Eisentor wieder verriegelt. Naja, jetzt wo ich eh schon hier bin, würdet ihr mir eine zweite Portion einpacken? Ja, selbstverständlich. Hier, Fendi. Sehr vernünftig. Sie haben es alle verdient. Natürlich. Erlan hätte jetzt so viel zu sagen. Was meinst du, was Priodo hier zu sagen hatte, als er vor ein paar Wochen hier war? Ach, Priodo sagt nur Scheiße. Oh ja. Priodo ist kein echter Geweihter. Du saß in diesem Priodo Loch. Priodo hat das wahre Licht des Herrn. Priodo war nach einer halben Stunde im Loch drin. Halbe Stunde. Pff, wie lange das wohl gedauert hat. Also ich möchte jetzt denen nicht wehtun, aber ich möchte schon so offensichtlich, dass es auch alle sehen. Deswegen habe ich dir den sandigen Schlick empfohlen. Ja. Damit du nicht den Arm keiner Setianer kaputt machst. Ja, dann kannst du sowohl keine Setianer, der dann so ein bisschen hilfesuchend seine Hände nach oben streckt, seine Brille ist irgendwie zerbrochen, noch auf seiner Nase. Also er streckt die Hand halt auch nach dir aus, du wirst ihn doch leise auf ihm murmeln und dann wird der Eimer über ihm ausgeleert und er ist still. Prustet wieder. Naja, ich möchte nichts sagen, aber eure Empfehlung zweifelsohne eine gute. Ja, meine ich doch. Nun, wollen wir dann erst einmal sehen, dass wir uns einquartieren und etwas zu essen bekommen? Ja, sehr vernünftig, sehr vernünftig. Hervorragend. Wo sind die anderen? Ach, da stehen sie ja. Jetzt stehen da auch nur so. Nun komm schon, da hinten ist ihr Herberger. Der Mann hat so kurze Beine und glaubt, ich könnte ihn nicht einholen. Ich könnte den 5 Minuten vorlaufen lassen und ich würde den einholen. Und jetzt ist der am Meckern. Ja, ich denke, dies entspringt aus dem Glauben, dass es im Horasischen unhöflich ist zu rennen. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Diese Leute sind in einem Loch und werden sogar mit Schlamm übergossen. Der Micha würde Boltax mal mit meinem Ellbogen in die Rippen stoßen und ihm dann auf Zulamakra, dass ich hoffe, dass er auch gelernt hat, sagen, halt die Schnauze. Was? Naja, ich habe einen sehr enttäuschten Blick. Was ich nicht verstehe. Ich würde ihn anstoßen auf Zulamakra sagen, halt die Schnauze und mich dann umdrehen. Wie geht's euch eigentlich? Wolltet ihr auch nicht auch Schlamm kaufen, meine lieben Herren? Wo ist die Bestrafung? Warum sollte ich Schlamm kaufen? Du merkst, wie ich mich umgedreht habe und mit den Prioten, die hinter uns stehen, gesprochen haben, die uns gerade folgen. Naja, Abelmir, weiß ich auch nicht, warum du Schlamm kaufen solltest. Fürs Gesicht, zweifelsohne. Ja, ja. Das meinte ich ja. Es ist eigentlich eine Kuraufwendung. Sie dürfen in dem Loch schlafen, auf Sumus Leib und werden vom Schlamm eingehüllt. Aber das ist eigentlich... Naja, wenn es dich schlecht... Wenn es dich beruhigt, ich nehme an, der Sultan wird sich heute Abend darum kümmern. Und dann werden sie auch noch zum Sultan eingeladen? Ja, das wird ein eher kurzes Treffen. Und ich wurde damals... Ach, naja. Boltax, sie werden sterben. Nehme ich an. Oh, das ist bedauerlich. Es geht nur darum, wie sie sterben. Was? Ja. Naja, Boltax, du weißt ja sicherlich, die Strafe und das Verbrechen müssen zueinander passen. Ja. Also je nachdem, was du tust, so wirst du dann auch sterben. Nun ja, und was hat dieser Junge getan, der da reingeworfen worden ist? Naja, er sah mir ganz nach einem Dieb aus. Also wird ihm das Leben gestohlen. Ich nehme an, vielleicht verliert er seine Hände. Ist das eine gute Einschätzung, liebe Prioten? Ich denke, das Urteil hier ist immer die Hinrichtung. Er ist ein Brandstifter. Oh, dann wird er brennen. Na, das ist doch schön. Wollen wir jetzt zu diesem Gasthof gehen? Ich glaube, ich habe jetzt die lokale Sitte hier verstanden. Erst bekommen sie nochmal eine sehr angenehme Zeit und dann werden sie auf brutalste Weise hingerichtet. Ich glaube nicht, dass es besonders angenehm ist, in einem Loch zu sitzen, in einer strahlenden Preisscheibe. Haltet die Klappe und macht endlich die Unterkunft klar. Ich wollte nur etwas klarstellen.
Wir alle sind uns dessen bewusst, Abelmir. Ihr müsst uns nicht das Offensichtliche erklären. Und Boltag hoffentlich schon. Boltag hat eine sehr umschweifende Redeart, wie ihr sicherlich wisst. Tschu, vorwärts. So könnt ihr über den großen Platz in der Garnison und dem Haus der Richter vorbeigehen in Richtung des Hotel Pulimontan. Das ist ein luxuriöses Freudenhaus mit allerlei Lust. Stopp, ich wollte zur Herberge. Ja, ich habe gefragt, wo die ist. Die Herberge Zaya Zamin Zerra. Könnt ihr dann etwas abseits von dem großen Platz finden, wenn ihr wieder zurückgeht, mit euren in Anführungsstrichen Führern, die euch dann zu der Herberge bringen, auch wenn das qualitativ etwas minderwertig ist. Aber dort logieren dann wohl eine ganze Menge von Fernhändlern oder Kapitäne von außerhalb, wenn sie dann hier hineingehen. Daneben sitzt wohl noch eine Schenke Drachenhort. Ja, und so könnt ihr dann in die Herberge hineingehen. Findet dort einen Wirt und eine Wirtin, die hinter einem großen Tresen stehen. Das ist aktuell nicht so sehr viel los, also wenige Kapitäne und wenige Händler, sodass ihr dann sämtliche Aufmerksamkeit habt. Zwei weitere Leute sitzen gerade noch an den Tischen. Und wenn ihr dann reingeht, könnt ihr auch sehen, wie sich zumindest die beiden Richter ebenso auf zwei Stühle setzen und euch mit ihren Augen verfolgen. Die Wachleute, die Löwen von Talusa, werden draußen an der Tür stehen bleiben. Nur die beiden Richter sind noch mit dran. Was wir jetzt tun müssten, wäre in fünf verschiedene Richtungen davon gehen, damit sie nur zwei von uns folgen können. Naja, das sind ja noch fünf Menschen draußen. Hier draußen? Ja, das ist ein Gebäude, also außer das Ding hat fünf Ausgänge. Ich brauche keinen Ausgang, ich brauche nur eine Besenkammer. Ich kann durch den Boden gehen. Naja, Abelmir, dann besorg uns doch mal Zimmer, du willst ja auch dafür zahlen. Ich denke, ich werde selber bezahlen können, aber ich werde diese Herberge nun ein paar Zimmer bestellen. Ja, sehr nett von euch, dass ihr uns einladet. Das habe ich nicht gesagt. Ja, das habe ich aber so verstanden. Das mag sein, aber ich habe es nicht gesagt. Nun, guter Wirt, habt ihr noch ein paar freie Zimmer für uns? Ja, die Wirtin kommt auf dich zu. Ja, selbstverständlich. Immer. Nun, dann benötigen wir fünf Zimmer. Fünf Zimmer. Habt ihr so viel Einzelzimmer? Ja, wir haben genug Platz, zumindest aktuell. Sehr schön. Ihr wollt getrennt schlafen? Ja. Schau mal die anderen an. Ja. Was führt ihr hier für Wein? Den besten. Nun, das beantwortet meine Frage nicht. Talusa-Wein. Ah, gut. Eine gute Wahl. Ich habe keine Ahnung von Wein. nun gut, dann fünf Zimmer. Wie viel kostet diese pro Nacht? Ein Silber. Das ist ganz schön teuer. Für euch ein halbes Silber. Ah, gut. Weil ich euch mag. Ich verstehe. Vielen Dank. Nun dann fünf Zimmer für erstmal eine Nacht und dann werden wir weitersehen. Und? Viel Verkehr hier in der Stadt? Ja. Ich schau mich mal in Gaststube. Nun ja. Bestimmt. Habt ihr Gepäck? Nein. Habt ihr etwas zu essen vielleicht? Ja, was möchtet ihr denn? Wir haben Fisch. Ah, Fisch. Na gut, dann halt Fisch. Fischsuppe oder richtigen Fisch? Fischsuppe. Habt ihr keinen Fisch? Zart gebraten? Mit Reis? Dann brauche ich aber ein Silber. Für ein halbes Silber kann ich das nicht machen. Na gut, dann halt ein Silber. Da ist doch der Wein da drin, oder? Ja. Gut. Setzt euch. Sie deutet irgendwo in die Nähe von dem Tisch der Richter. Gibt es da eine freie Tische, oder? Ja, es gibt eine ganze Menge freie Tische. Dann wollte ich mir an einen anderen Tisch setzen. Möglichst weit weg von denen. Marwan, Oban, Selo, Delila, Shandy, Tsunamin. Fischsuppe!
kreischt sie und ihr könnt euch dann hinsetzen. Und während ihr euch dann hinsetzt, könnt ihr sehen, wie sehr junge Kinder hereinkommen. Und jeder hat eine Schüssel mit Fischsuppe in der Hand. 6 Stück, die dann durch die Taverne herumlaufen und dann euch Fischsuppe hinstellen, beziehungsweise auch den Richtern. Und dann wieder in der Küche verschwinden. Nicht ohne weiter laut miteinander zu reden und zu streiten. Nun, ich würde meinen Kopf zusammenstrecken, also mit des Tisches hin. Nun, was unser weiteres Vorgehen? Ich frage ganz leise. Ihr dürft mal alle auf Sinne Schärfe würfeln. Vielleicht erst einmal hört ihr auf, konspirativ zu flüstern, während wir Gäste sind. Ihr dürft alle auf Sinne Schärfe würfeln. Ich will nicht auf Sinne Schärfe würfeln. Ich habe 4 Punkte, 20.000 AP, es läuft also. Ja, aber bei dir ist das ein Feature, mein Junge. Voll aus in der Schärfe 7. Also, Sulamin, du merkst, Boltax merkt das wohl auch. Sowohl die Wirtin als auch ihre Kinder scheinen gemeinsame Sache mit den Richtern zu machen. Als auch, dass vor allem die Kinder großes Interesse an euren Gegenständen zu haben scheinen. Also das, was ihr irgendwie offen am Gürtel tragt oder was an eurer Kleidung irgendwo herumbaubselt, die haben ihre Hände zwar noch nicht ausgestreckt, aber ihr werdet ganz sicher sein, dass die spätestens, wenn ihr schlaft, werdet ihr bestohlen werden. Zum Glück ist auch ein Ding Bord drauf. Ja, ihr habt eine dampfende Fischsuppe vor euch. Es riecht unglaublich nach Fisch und nach einigen wenigen Kräutern. Es ist natürlich nicht gesalzen. Und so könnt ihr dann mit einem dünnen Wein vor euch sitzen und spürt die Blicke der Richter in eurem Nacken. Aber mir... Ja? Gibt es hier kein Bier? Müsst fragen, eventuell. Ich spreche doch die Sprache nicht. Ihr müsst wirklich die einheimische Sprache lernen, einmal. Frau Wirtin, habt ihr ein Bier für meinen Freund hier? Kein Bier. Ich fürchte, das Bier ist schrecklich. So wie der Wein. Nun, wir warten es ab. Ich würde mich zu Abelmir rüberbeugen. Abelmir, ich würde jetzt etwas ausprobieren. Sei gleich nicht beleidigt. Könnt ihr es nicht an Boltax ausprobieren? Und ich möchte aus dem Augenwinkel die Richter beobachten, die uns beobachten. Und dann auf aller Übelste anfangen, Abelmirs Mutter zu beleidigen. Auf Attack, um zu sehen, ob die darauf reagieren. Ich bin mir nicht sicher, ob Attack Schimpfworte hat. Dafür ist es nicht da. Das ist eine gute Frage. Weißt naja, du, allein der Stinkefinger ist ja auch schon mal... Also, ja, aber das ist nicht Attack, das sind einfach unfähige Gesten. Selbstverständlich. Ja. Mein Plan ist halt, so rauszukriegen, ich möchte verstehen, ob die Attack sprechen oder nicht. Ja, das also wie, du kannst mal auf Attack würfeln. Nicht, um die Schimpfwörter zu kennen, aber um herauszufinden, ob die es denn auch verstehen. Sag doch sowas wie, pass auf an der Tür und dann guckst du, ob einer von denen zur Tür guckt. Ja, aber... Also du kannst ihn beleidigen auf Attack, während du neben ihm sitzt. Du bist dir nicht ganz sicher, ob sie dich verstanden haben. Sie haben die ganze Zeit zu dir geguckt und zu euch und ob sie jetzt deine Finger richtig gedeutet haben, weißt du nicht. Ich bin nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Ja, das, Was meinst du? Ja, alles gut. Vor allem sitzen drei Typen an dem Tisch, unterhalten sich lebhaft auf Gebärdensprache. Wird denen doch irgendwie auffallen, dass das komisch ist, meinst du nicht? Ja, schon, aber ich möchte rausfinden, ob die es verstehen oder nicht. Weil irgendwelche ja kein Zulamaka lernen wollten, aus mir unerfindigen können, obwohl er der Stammesschamane ist. Komisch, irgendwer von euch wollte hier irgendwie kein Rsa lernen, obwohl er der Stammesschamane ist. Ja, ihr sitzt in der Taverne, habt noch sicherlich 13 Uhr seid ihr angekommen, dann ist es jetzt 15 Uhr. Ihr habt dann also noch bis zum Sonnenuntergang, wenn es jetzt Winter, also zar ist, habt ihr sicherlich noch 3,5 Stunden, bis dann die Vollkündung durch den Sultan stattfindet. Ich würde mal einen Zettel rausholen auf meinen Rucksack, das draufschreiben und Sulamin rüberschieben. Super unauffällig. Was machen wir jetzt? Naja, können Sie ja nicht lesen. Ja. Es geht nicht.
Was machen wir jetzt? Das ist ja völlig. Da ist kein Anklagepunkt drin. Stell dir vor, du beobachtest gerade Typen, die prinzipiell verdächtig sind. Und die setzen sich dahin. Anstatt miteinander zu reden, holen die Zettel raus und schreiben sich kleine Nachrichten und schieben die hintereinander her. Du hast recht, ist es gar nicht verdächtig. Und du hast recht, die werden sich garantiert an so irgendwelche Sachen wie... Wir werden eh schon verdächtig insofern. Kann ich versuchen, das zumindest halbwegs zu übertünchen, indem ich laut anfange, auf Zulamakra eine Geschichte zu erzählen, die vermutlich niemand in dieser Taverne versteht, wird aber vermutlich für Verwirrung bei allen Anwesenden sorgen. Jetzt mal über Reden Probe würfeln. Krieg ich eine Klugheit hin, um darauf einzusteigen und auf Grollmisch zu antworten? Überreden. Ach komm, ich würfel die 20 neu, das ist so eine gute Idee. Okay, ja, da kann Voltax meinetwegen auch einsteigen und irgendwas auf Grollmisch sagen. Wenn die einfach um abzulenken. Wenn die Herrschaft der Mechwehr im Hoftag der Sprache entschuldigen möchte, ich werde schon mal unser Gepäck aufs Zimmer schaffen. Meines, auf jeden Fall. Und dann tue ich genau das. Läuft mir einer nach? Du hörst zumindest dann kurze Zeit später, und das können die anderen dann auch sehen, wie eins der Kinder dir hinterher geht. Ja, also du kannst ihn wohl irgendwie lachen hören, und dann schleicht er wohl um deine Tür rum. Also so richtig offensichtlich, unoffensichtlich. Okay, aber er kommt nicht mit rein. Kommt nicht mit rein, nein. Transversales. Zurück wohin? Zu Kaya Setiana. In die Grube rein? Yes. Okay. Ja, dann würfelt er Transversales. Okay, lassen wir uns Zeit. Komm, schmeiß mal einen Galeanum vor, den Ärmste. Modifizieren wir die Formel weg, damit das keiner hört. Also 7 Punkte. Geh, Galeanum Zauberschild, ich brauche nicht gegen Dämonen, ich lasse mir Zeit, ich möchte die Form wegmodifizieren. Es geht auf eine plus 3 raus, das halbiert sich auf eine plus 2. Wenn er jetzt scheitert, mache ich keinen 9. Der scheitert nicht, das ist schon mal gut. Und dann Transversales, selbes Spiel, ist dann auch um 3 Punkte erspürt. Ich stand nur daneben, ich stand nicht dran, wie ist die Erschwernis für... Keine. Also die Matrix ist gleich. Frosty weiß, dass das eine Falle ist, der will, dass ich da reingehe. Nein, die Matrix ist gleich. Okay, das ist dann, wie gesagt, wieder eine plus 3, denn wir möchten keine Formel. Und dann macht es plopp und wir tauchen im Gefängnis auf. What more or less. In dem offenen Loch, vor dem 4 Leute stehen. Yes, precisely. Also das Loch ist halt tief, 4 Meter tief und die stehen da irgendwo in der Nähe, aber das interessiert die auch nicht, wenn da sich irgendjemand der so drin unterhält. Sind ja jetzt mittlerweile auch 2 Stück drin. Es ist aber unglaublich eng, weil das Loch nur 1,5 Meter breit ist. Aber du kannst dann auftauchen und stürzt dann in den nassen, matschigen Schlamm. Ja, ich spreche gar nicht erst mit ihnen. Ich greife gerade Setiana beim Schlafädchen und wir transversalisieren wieder raus. Okay. Warte noch auf den Hook. Ich warte noch auf... Egal. Krieg gar einen Galeanum. Wir hoffen einfach mal, dass ihn das nicht umbringt. Zurück aufs Schiff? Natürlich oder? Zurück aufs Schiff. Okay. Wir hoffen einfach mal, dass ihn das nicht umbringt. Wir lassen uns Zeit. Wir modifizieren nicht die Formel weg und hoffen, dass wir keinen Stein an die Rübe kriegen. Zauberzeit sind ja noch 2 Aktionen. So. Dann ist es um 7 Punkte erschwert fürs Mitnehmen. So. Dann noch 3 und hier raus nothing. Ich hab ein Schiff. Right? Ich hab ein Schiff. Den ich auch brauche für die 20. Vor allen Dingen auf die K.O. Okay. Und dann macht es nach etwa 6 Sekunden wieder plopp und wir sind raus. Dann gib mir mal 2W20. Richtig. Naja, ich kriege ja eigentlich über mehr Jungen gar nicht Ahnung hängen, aber. Puh, darf ich mich für den 17er freiwillig melden? So, das sind 17 Ausdauerschaden, die an deinem Guardianum. Also einmal 10 Ausdauerschaden. Wie hoch kann der denn abfangen? Fuck, siehst du, ich hätte ASP ansagen müssen. Da ich nichts gesagt habe, müssen wir das Minimum von 3 annehmen. Ja, dann doppelte THW. Das heißt, THW. Er fängt 11. Danke. Dann also es kommen noch 16 Ausdauerschaden. 16. Ist das Ausdauerschaden oder Ausdauerschaden? Okay. Sind wir uns da sicher? Ja, ja, okay. Ausdauerschaden. So, das sind 8 LEP, was natürlich ein bisschen wehtut, aber man hat's halt eilig. Oh, 11 ist dein Schildstärke, also 8 ist... Ja genau, deswegen 16.
So. Ja, bleibt gar nichts übrig, oder? Doch. Ich krieg 27 rein. 27, das sind zwei Teleportationen. Okay. Achso, stimmt, ja.